Guten Abend, meine Damen und Herren. Heute sehen Sie die 8. Folge unseres 16-teiligen Fernsehkrimis Die zwei Cousinen. Zunächst eine Übersicht über den Handlungsablauf der bisher gesendeten 7 Folgen. Auf dem Landsitz North Copperstone Hall von Lord und Lady Heathcliff Fortescue befinden sich außer dem jüngsten Sohn Meredith auch die Cousinen Priscilla und Gwyneth Mooseworth aus den benachbarten Ortschaften Middle Frisham und Never Elthorpe. Ferner ein Onkel von Lady Heathcliff Fortescue, der 79-jährige Jasper Featherston, dessen Besitz Thrumpton Castle zurzeit an Lord Moose Porton, einen Vetter von Priscilla und Gwyneth Mooseworth, vermietet ist. Gwyneth Mooseworth hat für Lord Heathcliff Fortescue in Never Elthorpe einen Schlips besorgt, ihn aber bei Lord Mooseworth in Thrumpton Castle liegen lassen. Gleichzeitig findet Meredith Heathcliff Fortescue auf einer Kutschfahrt von Middle Frisham nach North Cutterstone Hall in Thrumpton Castle den Flips aus Never Elthorpe. Lady Heathcliff Fortescue verdächtigt ihren Gatten das letzte Wochenende mit Priscilla Mooseworth in Middle Frisham verbracht zu haben. Nach einer dramatischen Auseinandersetzung zwischen Lady Heathcliff Fortescue und Priscilla Mooseworth eilt Gwyneth Mooseworth nach dem 2 Meilen entfernten South Thorsby, um ihre Tante Emily Hollingworth und Lucinda Satterthwaite aufzusuchen. Diese sind jedoch nach North Thurston zu ihrem Schwager Thomas Thatcham gefahren, der als Gärtner bei Lord Mooseworth Horton arbeitet. Gwyneth Mooseworth eilt nach North Cutterstone Hall zurück, aber nicht über Middle Elthorpe, sondern über North Thurston, Thrumpton Castle, Middle Frisham und Never Elthorpe. Da schifft sie Priscilla Mooseworth, die noch nachts mit Lord Mooseworth Horton von Middle Frisham. Thank you.